Rosenheim ist die Universitätsstadt des Weines. Da gibt es viele historische Sehenswürdigkeiten und da kann man auch Wein probieren am Weinprobierstand am Rheinufer. Das ist doch für deine nächste Reise nach Deutschland mal ein Tipp. Genau, das war Geisenheim. Ich glaube, ich war da auch schon mal. Das ist ja schön. Also das weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich schon da gewesen war. Auf jeden Fall, ich bin eigentlich auch dazu eingeladen, vor allem meine deutschen Freundin in Deutschland. Er und seine Frau haben gesagt, dass jetzt dieser neue Euro-Karte gibt. Leider bin ich noch in Taipei und muss noch arbeiten. Aber alles klar. Vielleicht bietet Deutsche Bahn irgendwann mal wieder diese billige Karte. Da kann ich vielleicht dort ein bisschen länger bleiben und mal erwarten. Die Rotmann hat geschrieben, eine Meldung über das Chaos an den Flughäfen in Deutschland. Er schreibt,